Auf geht's, wir starten jetzt mit unserem Warm-up. Dazu richtest du bitte einmal deinen Oberkörper auf, Brust raus, Bauch wird nach innen leicht reingezogen und angespannt. Dann einmal das rechte Bein nach vorne strecken und das Fußgelenk locker kreisen. Das linke Bein, auf dem du stehst, ist leicht gebeugt. Schön kreisen und immer wieder auf deine Haltung achten. Okay, und einmal die andere Seite auch. Ganz wichtig, die Spannung permanent zu halten. Wir mobilisieren jetzt die Gelenke von unten nach oben einmal komplett durch. Okay, eine Etage höher, locker Knie kreisen. Ganz leichte Bewegungen, guck, dass du keine Schmerzen hast. Ganz locker. Ein bisschen nach außen die Knie. Andersrum auch nochmal. Okay, jetzt bringen wir Bewegung in die Hüfte. Ich mache jetzt einen großen Schritt nach außen und wieder zurück. Nochmal, großen Schritt und wieder zurück. Wenn du über eine Hürde drüber steigen würdest. Zack, zack, zack. Schön Bewegung rein. Bauch ist angespannt, richtig weit nach außen, so weit wie du kommst. Andere Seite auch. Schön raus, kurz absetzen, wieder zurück. Raus, zurück. Sehr gut. Dreimal noch insgesamt. Okay, gut. Jetzt die Beine etwas weiter auseinander und locker Becken kreisen. Schön Bewegung reinbringen. Beide Richtungen. Okay, stehen bleiben. Bauch und Po feste anspannen und ganz leicht den Oberkörper rotieren. Ganz vorsichtig, nicht zu weit. Bisschen Bewegung für die Brustwirbelsäule. Ganz leicht. Okay, jetzt ganz locker in den Beinen und wir schwingen die Arme nach hinten. Dass du auch da eine leichte Dehnung in der Brustmuskulatur spürst. Beine gehen mit, ganz locker. Jawohl. Okay, jetzt kreisen wir die Schultern, schön große Bewegungen. Erstmal von vorne nach hinten. Dann kannst du so ein bisschen knacken und knirschen, ist nicht schlimm. Lösen Verspannungen. Und andersrum auch. Hinten nach vorne. Okay, jetzt den rechten Arm nach hinten kreisen. Schön eng am Ohr entlang. Und andersrum. Auch da mal. Spannung im Bauch halten. Hose mal leicht mit angespannt. Und die andere Seite. Linken Arm. Schön nach hinten. Schön die Spannung halten. Und andersrum. Jetzt das Ganze mit beiden Armen. Schön Bewegung in die Schulterblätter. Schön vorsichtig. Und nach hinten auch. Auch da Bauch und Po fester anspannen. Schönes Körpergefühl entwickeln. Okay, wir probieren jetzt einmal einen Arm vorwärts und einen Arm rückwärts zu drehen. Arme gehen nach oben. Der linke Arm fällt nach vorne, der rechte nach hinten. Kann sein, dass das nicht direkt klappt. Probier aus. Schön Bewegung, wechselseitig. Okay, jetzt andersrum. Rechts fällt nach vorne, links nach hinten. Ein bisschen was für die Koordination. Jawohl. Okay, jetzt Oberkörper weiterhin aufrichten. Die Arme werden ausgebreitet. Eine Handfläche zeigt nach unten, die andere zeigt nach oben. Du guckst zu der Handfläche, die nach oben zeigt. Jetzt drehst du vorsichtig die Arme und guckst zu der anderen Seite, wo jetzt die Handfläche nach oben zeigt. Und wieder zurück. Bauch und Po wird angespannt. Ganz vorsichtig. Bewegung in den Nacken, in die Schultern. Und dann schön drehen. Arme richtig drehen. Mit dem Kopf ganz vorsichtig. Auch da kann es ein bisschen knacken, knirschen. Kein Problem. Solange das nicht wehtut. Schön vorsichtig.
Dann können die Schultern schon ein bisschen warm werden. Leichtes Muskelbrennen. Okay, Arme runter und nur den Kopf. Ganz vorsichtig nach links und rechts. Okay, dann einmal eine leichte Dehnung für die Rückenmuskulatur, Nackenmuskulatur, Kinn zur Brust. Hände werden hinter den Kopf genommen und die Ellbogen fallen locker nach unten. Bitte nicht am Kopf ziehen, nur mit dem Gewicht der Arme den Kopf nach unten fallen lassen. Eine leichte Dehnung im Nacken zwischen den Schulterblättern ankommt. Schön atmen. Okay, vorsichtig lösen. Oberkörper aufrichten und nochmal die Bewegung rechts und links. Nur der Kopf bewegt. Ganz leicht. Okay, wunderbar. Jetzt laufen wir auf der Stelle. Ganz locker loslaufen und die Arme gehen mit. Die Arme sind leicht unter Spannung. Knie gehen nach oben. Macht sie von der Seite vor. Die Arme machen eine richtige Sägebewegung. Schön koordinieren. Spannung im Bauch mit. Jawohl. Jetzt fersen wir an. Das heißt, die Fersen gehen Richtung Gesäß, dass eine leichte Dehnung den Oberschenkel mit ankommt. Und schön laufen. Okay, und wir hüpfen ganz leicht auf der Stelle. Okay, wir bleiben im Hüpfen, Arme werden ausgestreckt und wir machen die Hände auf und zu. Bauch schön anspannen. Okay, stehen, wir marschieren, rechtes Knie zum linken Ellbogen, linkes Knie zum rechten Ellbogen und marschieren. Einmal koordinieren, Bewegung nochmal in die Hüfte rein, in die Oberschenkel. Okay, jetzt die Beine weit auseinander, Fußspitzen zeigen nach vorne, Oberkörper ist aufgerichtet, jetzt mit gestreckten Beinen. Den Hintern leicht rausstrecken, Oberkörper geht ein Stück nach vorne. Ich bewege meinen Körper links und rechts rüber. Das Bein wird immer schön gestreckt. Und das andere, da schiebt das Knie nicht über die Fußspitze. Nicht hierhin, sondern wirklich Hintern richtig rausstrecken. Dass das Knie auf keinen Fall über die Fußspitze schiebt. Ne, je tiefer du da gehst, desto mehr Kräftigung und Dehnung kommt ab. Okay. Jetzt etwas breiter als schulterbreit auseinanderstehen, halbe Knie beugen, streckst den Hintern auch leicht raus, ganz leicht beugen, Arme werden gestreckt, hinten runter. Nicht so tief, wichtig ist, dass die Fersen auch da nicht über die Fußspitze schieben. Hintern raus, ganz wichtig. Zwei Stück. Jawohl, okay, dann das Ganze noch einmal einbeinig. Machst von der Seite vor, großen Schritt mit rechts, nach vorne, das Gewicht bleibt hier vorne auf der Ferse, hinten auf die Zehenspitzen gehen und ganz leicht runter, hoch. Insgesamt 8 Mal pro Seite. Je tiefer du runter gehst, desto mehr spürst du. Okay, dann jetzt 8 oder 9. Einmal gucken, die andere Seite natürlich auch. Schön aufrichten den Oberkörper. Ne, kannst die Hände hier nehmen. Vor. Auf eine Seite, die ein bisschen besser klappt. Ne, ganz wichtig, dass das Knie auch da nicht über die Fußspitze schiebt. Okay, einmal noch die Standwaage. Ich mache es wieder von der Seite vor. Steht auf dem rechten Bein. Das linke wird angehoben und dann nach hinten weggestreckt. 2 Sekunden halten, dass hier hinten eine Dehnung ankommt. Bauch fester anspannen, wieder hoch und wieder nach hinten. Immer so 2 Sekunden halten. Insgesamt 4 Mal. Und schön die Spannung halten. Jawohl. Andere Seite natürlich auch. Ja, alles anspannen. Jetzt auch eine Seite, die ein bisschen besser klappt. Beide Seiten aber probieren. Und alles anspannen. Okay, und wir laufen nochmal auf der Stelle. Letzten Sekunden, bevor es dann losgeht. Auf geht's, laufen, 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 laufen. Okay, und auf geht's.
geht's. Wir starten mit 20 Kniebeugen plus Schulternrücken. Eins. Jawohl. Schön nach hinten runter. Zwei. Drei. Bauch und Po immer wieder anspannen. Vier. Gewicht richtig nach hinten. Fünf. Auf geht's. Komm. Knie schieben nicht über die Fußspitzen. Hinten runter. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Hälfte. Komm. Elf. 12. Dein Tempo. Wenn du merkst, geht nicht mehr, kurze Pause. 14. 15. Auf geht's, komm. 16. 17. 18. 19. 20. Wunderbar. Abstellen. Körperbrett. 16 Wiederholungen ist das Ziel. Auf geht's. 1. 2. Bauch feste anspannen, Po. 6, 7, 8. Schön stabil bleiben. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Einmal den Rucksack wechseln. 12 Dips. Schön die Arme, Schultern trainieren. Wenn es geht, die Beine strecken. Auf geht's. Eins, zwei. Tiefer du runter gehst, schwieriger wird's. Vier, fünf, sechs, jawohl. Sieben, acht, neun, zehn, zwei Stück. Elf, zwölf. Okay, Rucksack umschneiden jetzt wieder hinten rum. 30 Sekunden laufen. Bereit machen. Und los geht's. Bauch ist angespannt. Und die Arme arbeiten und die Beine. Laufen, 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 laufen. Komm, komm, komm. Schön durchziehen. Dein Tempo, so schnell wie du kannst. Zehn noch. Komm, 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 komm. Zwei, eins. Okay. Und atmen. Pause. Tief durch die Nase ein. Ganz lange durch den Mund aus. Ja, versuch stets dein Bestes zu geben. Das ist das Wichtigste. Wenn du ein paar weniger Wiederholungen machst, kein Problem. Arbeite an dir. Okay. Ein paar Sekunden Pause noch. Dann langsam bereit machen für den zweiten Durchgang. 20 Kniebeugen. Auf geht's, komm, mach dich bereit. Positiv. Sei überzeugt, dass du es schaffst. Und komm. Eins. Zwei. Drei. Gewicht hinten runter. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. 9, jawohl, 10, 11, 12, komm, schön die Arme strecken, 13, Bauch anspannen, 14, alles anspannen, komm, letzten 5, 16, 17, Spaß haben natürlich, 18, komm, 19, 20, jawohl, und Körperbrett, Ziel sind 16 Wiederholungen, komm, alles anspannen, Bauch, Po, los geht's. Zwei. Ganz sanft und leise mal wieder absetzen. Drei. Vier. Nicht im Rücken durchhängen. Fünf. Sechs. Sieben. Schön oben bleiben. Acht. Hälfte haben wir. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Wunderbar. Okay. Rucksack vorne rum, 12 Dips. Schön auf den Stuhl setzen, sicheren Stand haben. Okay, und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schön stabil, 7, 8, 9. Richtig die Arme strecken, 10, 11, 12. Wunderbar.
30 Sekunden laufen. Mach dich bereit. Rucksack umschnallen. Und los geht's, komm. Und laufen, die Arme sägen, der Bauch ist angespannt. Die ganze Zeit, der Bauch muss brennen, reinziehen, anspannen. Komm, komm, zack, 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 zack. Dein Tempo, so schnell wie du kannst. Weiter, 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 durchziehen, durchziehen, durchziehen. Komm, laufen, 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 laufen. Haben wir noch 4, 3, 2, 1. Und Pause. Luft holen, gut so. Einen Durchgang schaffen wir noch. Pause, atmen. Tief atmen. Pause noch. Schau mal, Trainingshanteln wieder bereit. Bereit machen. Puh, langsam vor den Stuhl. Oberkörper aufrichten. 5 Sekunden geht's los. 4, 3, 2, 1. Und auf geht's. Die letzten 20. 1, 2, 3. Schön nach hinten. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, komm weiter, 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 11, Bauch und Po immer wieder anspannen, 12, 13, Gewicht nach hinten, 14, 15, 16, und letzten 4, 17, ohne aufgeben, 18, komm, 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 19, 20, jawohl, und Ziel wieder hier, 16 Mal gestreckte Beine anzuheben, Oberkörper aufrichten, los geht's. 1, 2, 3, keine Schmerzen im Rücken, 5, 6, 7, 8, 9, 10, letzten 6, 11, 12, komm, halt die Spannung, 14, 15, 16, sehr, sehr gut. Und einmal noch den Rucksack vorne rum. Okay, bereit machen und die letzten 12. Komm, 1, 2, 3, 4, 5, komm, 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 6, wenn die Arme brennen, 7, 8, wir probieren, komm, 9, 10, 11, 12, jawohl. Und die letzten 30 Sekunden sprinten. Rucksack auf, atmen und alles geben. Und komm. Und die Arme arbeiten, Bauch ist angespannt. Brust raus und laufen, 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 laufen. Komm, so schnell wie du kannst, dein Tempo. Wir haben noch ein bisschen, komm, 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 komm. 5, 4, durchziehen, 3, 2, 1 und jawohl.